In diesem Video geht es um Prio-Briefe, die sollen besonders schnell sein. Sie kosten im Moment 1,10 Euro Aufpreis zum gewöhnlichen Briefporto und man erkennt sie am Buchstaben H vor dem Matrixcode. Die Deutsche Post schreibt auf ihrer Website, dass Prio-Briefe eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, einen Tag nach Einlieferung schon beim Empfänger anzukommen. Aber garantiert ist das nicht. Ich habe es selber schon erlebt, dass ein Prio-Brief als zugestellt im Tracking angezeigt wurde, aber der Empfänger hat ihn tatsächlich erst 1 oder 2 Tage später erhalten. Wie es zu solchen Ärgernissen kommen kann, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Briefmarken für Prio-Briefe könnt ihr entweder online kaufen auf internetmarke.de oder im Onlineshop der Deutschen Post. Da könnt ihr sie euch als 10er oder 50er Pack nach Hause schicken lassen. Oder ihr geht in eine Postfiliale, da könnt ihr die Frankierung auch einzeln kaufen. Ja, apropos Filiale, die Deutsche Post garantiert diese bevorzugte Beförderung nur, wenn man einen Prio-Brief in einer Postfiliale einliefert. Das kommt daher, weil in Postfilialen gibt es so eine spezielle Kiste, die sogenannte Expresskiste. Da werden die Prio-Briefe hineingelegt und ich vermute, dass diese Expresskiste dann im Briefzentrum auch als allererstes entleert wird, sodass Prio-Briefe wirklich noch taggleich bzw. in der gleichen Nacht weiter befördert werden. Man darf Prio-Briefe auch in einen Kasten der Deutschen Post einwerfen, dann werden sie aber so bearbeitet wie gewöhnliche Standardbriefe. Und auf dem Weg in die Zielregion werden Prio-Briefe auch nicht mehr in dieser speziellen Expresskiste befördert, sondern zusammen mit gewöhnlichen Standardbriefen. Und das bedeutet, ein Prio-Brief kann jede Störung zustoßen, die auch einem normalen Brief zustoßen kann. Zum Beispiel könnte der Fahrer auf dem Weg in die Zielregion im Stau stehen bleiben, dann ist der Brief verzögert. Oder der Zusteller, die Zustellerin beim Empfänger ist irgendwie krank und die Vertretungskraft schafft es nicht, alle Briefe auszuliefern. Auch dadurch können Prio-Briefe verzögert werden. Und dann habt ihr keinen Anspruch gegen die Deutsche Post, denn die Deutsche Post garantiert nicht, dass ein Prio-Brief an einem bestimmten Datum zugestellt wird. Also für verlorene oder verspätete Prio-Briefe gibt es keinen Schadenersatz. Wenn es euch wichtig ist, dass ein Brief oder ein Paket wirklich einen Tag nach Einlieferung beim Empfänger ankommt, dann bucht lieber ein Expresspaket, gibt es zum Beispiel ab 10 bis 15 Euro, zum Beispiel bei DHL Express, UPS Express oder DPD Express. Wenn ihr einen Prio-Brief in einer Filiale einliefert, dann bekommt ihr so eine Quittung, die bringt euch aus Haftungsgründen nichts, aber hier ist zumindest die Sendungsnummer drauf und den Matrixcode könnt ihr zum Beispiel mit der App Post und DHL einscannen, dann seht ihr immer den aktuellsten Sendungsstatus des Briefs. Aber Prio-Briefe werden nicht so zuverlässig gescannt wie zum Beispiel Einschreiben, die werden ja an jeder Station gescannt. Prio-Briefe bekommen hauptsächlich dann einen Tracking-Eintrag, wenn sie maschinell sortierbar sind. Wenn ein Brief zu dick ist, zu unförmig ist, der Umschlag zu starr ist, dann muss er von Hand sortiert werden und dann gibt es in aller Regel keinen Tracking-Eintrag. Ja, und jetzt noch ein ganz großes Ärgernis bei Prio-Briefen und das ist die Meldung zugestellt, die automatisch um 18 Uhr des geplanten Zustelltages eingebucht wird. Beispiel, ich möchte aus Hamburg einen Prio-Brief nach Düsseldorf schicken. Ich schicke den Brief heute am Montag ab, dann wird er in der Nacht zu Dienstag nach Düsseldorf transportiert und Dienstag ist dann der geplante Zustelltag. Und am Dienstag um 18 Uhr, da ist das System der Deutschen Post so eingestellt, dass am Dienstag um 18 Uhr automatisch die Meldung zugestellt ins Tracking eingebucht wurde, auch wenn der Brief vielleicht gar nicht zugestellt wurde. Ja, und dann ist der Empfänger in heller Aufregung. Im Tracking steht, Brief wurde zugestellt, aber Brief ist nicht da. Der Empfänger fragt bei allen Nachbarn rum, habt den Brief für mich angenommen? Er ruft beim Kundenservice der Deutschen Post an, wo ist mein Brief? Er steht als zugestellt im Tracking, aber er ist gar nicht da. Ja, in solchen Fällen muss man Ruhe bewahren, weil der Brief in Wahrheit noch 1, 2 oder 3 Tage später ankommen kann. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass Zusteller, Zustellerinnen bei Prio-Briefen ein sogenanntes Zustellhindernis einscannen. Also angenommen, ein Zusteller schafft seine Ausliefertour nicht oder der Brief wird an eine Filiale umgeleitet oder der Empfänger verweigert die Annahme, dann kann der Zusteller den Prio-Brief-Code von der Marke scannen und dieses Zustellhindernis einbuchen. Dass so ein Zustellhindernis wirklich mal im Tracking erscheint, habe ich bei Prio-Briefen persönlich noch nicht erlebt. Und von daher ist auch mein Fazit, dieser 1,10 Euro Aufpreis für Prio-Briefe lohnt sich nicht. Erst recht nicht, seitdem ja auch klassische normale Briefmarken einen Matrixcode haben und damit eine rudimentäre Sendungsverfolgung möglich ist. Jetzt bleibt noch dieser Geschwindigkeitsvorteil, aber da habe ich auch mal in den vergangenen Jahren verschiedene Tests gemacht. Also ich habe Prio-Briefe abgeschickt und dann geschaut, wie viele davon sind wirklich am nächsten Werktag beim Empfänger. Die Quote schwankt so zwischen 50% und 75% der Prio-Briefe sind am nächsten Werktag zugestellt worden. Und das ist nicht besonders gut. Auch gewöhnliche Standardbriefe ohne Prio, davon sind auch 80% am nächsten Werktag beim Empfänger.
Wenn ihr ausführliche Testergebnisse sehen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung, da habe ich sie euch verlinkt. Und die Testergebnisse gibt es natürlich auf www.paketda.de.